Möchtest du lernen, wie man eine Rakete baut? Lass es uns gemeinsam rausfinden. Weltraumraketen haben drei Gehäuseteile. Eins, zwei, drei und eine Spitze. In ihr befinden sich die Astronauten. Die Rakete ist riesig. In jedem Gehäuseteil sind auch Kerosintanks. Lass uns schauen, wo sie sich befinden. Eins, zwei, drei. Um sie miteinander zu verbinden, sind besondere Leitungen nötig. In der oberen Etage befindet sich eine spezielle Weltraumkapsel, wo die Astronauten leben und forschen können. Hier kommen die Astronauten. Heute schicken wir zwei Männer ins Weltall. Es wird sehr kalt sein und Sauerstoff wird es auch keinen geben. Deshalb brauchen unsere Astronauten solche Anzüge, die allerdings auf der Erde sehr unbequem sind. Deshalb bewegen sie sich auch so komisch. Ein Fahrstuhl ermöglicht es den Astronauten, in die Spitze der Rakete zu gelangen. Schaut, sie haben schon ihre Plätze eingenommen. Und jetzt ist es Zeit für den Countdown. Seid ihr bereit? 5, 4, 3, 2, 1, Abschuss! Sobald im Tank kein Kerosin mehr ist, fällt das Teil einfach ab, weil es nicht mehr benötigt wird. Schaut, unser Raumfahrzeug ist jetzt im Weltall. Toll! Es ist sehr schön hier draußen und die Atmosphäre ist sehr klar. Seht nur, so viele Sterne. Einer der Astronauten hat die Kapsel verlassen und grüßt uns. Ich denke, es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Wir sehen uns in einer neuen Folge. Tschüss.